Hi, ich habe eine Frage an dich. Pflegst du eigentlich deine Nägel medizinisch richtig? Mein Name ist Dr. Lies Martin, Ärztin von der Online-Hautarztpraxis Dermanostik, wo wir nicht nur Haut- und Haarerkrankungen, sondern auch Nagelerkrankungen behandeln. In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Nägel nicht nur kosmetisch und hübsch pflegst, sondern insbesondere medizinisch richtig, sodass du einen gesunden, langanhaltenden Nagel hast und keine brüchigen Nägel mehr. Gut aufgepasst, als allererstes erkläre ich dir den Nagelaufbau, damit du genau verstehst, warum du was nicht machen solltest. Wenn wir uns den Finger angucken, dann sehen wir, dass der Nagel viel tiefer liegt und die Zellen, die den Nagel bilden, liegen in der Haut hinten versteckt. Darüber liegt dann unser sogenanntes Nagelhäutchen. Das Nagelhäutchen schützt die Zellen und sorgt dafür, dass der Nagel gerade herauswächst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das Nagelhäutchen gleich nochmal besonders detailliert anschauen. Drumherum haben wir den sogenannten Nagelwall. Von außen können hier Erreger reinkommen, wenn wir zum Beispiel immer wieder daran knibbeln oder manipulieren. Der Nagel ist übrigens um ein Vielfaches durchlässiger als die Haut. Viele wissen das gar nicht. Von daher auch Lacke an der Oberfläche können in die Tiefe gelangen und dort auch die Zellen erreichen. Aus diesem Grund kann der Nagel sich auch verfärben. Vielleicht hast du das mal bemerkt, diese gelbliche Farbe. Von daher ist es ganz wichtig, einen Unterlack zu verwenden bzw. auf bestimmte Nagellacke zu verzichten. Wenn der Nagel rauswächst, dann ist er besonders empfindlich und deswegen liegt direkt oberflächlich die Nagelhaut. Wenn jetzt aber die Nagelhaut entfernt wird, insbesondere mit einem spitzen Gegenstand, dann reizen wir die Zellen, die sich dahinter befinden, in der sogenannten Matrix. Die Matrix, das ist der Ursprung der Zellen, wo die Nagelplatte sich bildet. Und wenn wir dort Reizung verursachen, dann wächst der Nagel nicht mehr so, sondern plötzlich so. Weil immer dann, wenn wir unsere Maniküre gemacht haben, wurden die Zellen irritiert. Ich habe jetzt 5 Nagelpflegetipps für dich. Mit der Feile solltest du die Nägel nicht rund, sondern eckig feilen, damit sie gerade rauswachsen und nicht in das Gewebe rein. Zweitens, die Nagelhaut unbedingt in Ruhe lassen. Und in Ruhe lassen bedeutet wirklich in Ruhe lassen. Auch nicht wegschieben, denn auch das kann zu diesem Nagelwachstum führen. Kennt ihr diese kleinen Hautfetzen im Bereich des Nagels? Diese bezeichnet man auch als Nietnägel. Von daher nicht abreißen, sondern besser und schonender einfach abschneiden. Nummer 4. Was du aber mit der Nagelhaut machen kannst, ist einfach etwas Nagelöl verwenden. Wenn ihr übrigens Schwierigkeiten mit euren Nägeln habt, indem ihr Verfärbungen seht oder irgendwelche Verkrümmungen, euch unsicher seid, dann könnt ihr auch unsere Hautärztinnen kontaktieren über die Dermanostik-App und ihr bekommt von echten Hautärzten einen Arztbrief und ein Rezept direkt nach Hause geschickt. Wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann komm doch gerne zu Instagram. Dort haben wir eine ausführliche Themenreihe für dich vorbereitet. Und ansonsten freue ich mich über ein Like, abonniere den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video.